Der gerührte Neffe besucht die vortrefflichen Verwandten und bringt extra Marken für Wasser mit. Eröffnet wird der Dialog über die Wunder Brasiliens. Onkel, du machst ja so ein Gesicht, was ist denn los? Das sind so die Sorgen in meinem Alter. Bist du denn alt, Onkel? Siehst nicht so aus. Sein Haar wird weiß, das ist es. Hast du immer noch die alten Ideen, Onkel? Hast du schon gesehen, was er sich da geholt hat? Ein Loch in der Hand. Ein Loch in der Hand? Wie denn das? Denkst du, er sagt woher? Er will es mir einfach nicht sagen. Sei vorsichtig, Onkel. Ist das nicht ansteckend? Bist du zum Posten gegangen? Er sagt ja. Ich glaube ihm nicht. Der Posten hätte ihm ein Rezept gegeben. Oder ihn isoliert. Aha. Er hat also Angst vor der Isolation. Er gibt es nicht zu, aber sicher ist es das. Er hat mir einmal erzählt, die Isolation sei das Ende. Wer dahin kommt, kehrt nicht wieder zurück. Was heißt, er kommt nicht wieder zurück? Was denkt der Onkel denn? Er schwört, dass die Isolierten von der Bildfläche verschwinden. Wer weiß, Onkel? Vielleicht gibt es dort ein Krematorium. Gas, einen Ofen und dann so ein Häufchen Asche auf der anderen Seite, die vom Wind verweht wird. Kann doch sein, dass dieser dunkle Staub, der jeden Tag in unsere Häuser dringt, Asche ist. Was? Mach keine Scherze, Junge. Dein Onkel macht sich schon genug Sorgen. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Er wird jeden Tag stiller. Jetzt will er zum Beispiel nicht mehr arbeiten. Er hat gesagt, es sei sinnlos. Seine Arbeit sei unproduktiv. Unproduktiv? Solche Sorgen machst du dir, Onkel. Weißt du eigentlich, wie viele auf deinen Arbeitsplatz warten? Weißt du das? Er wird es schon wissen. Er sieht die vollen Straßen. Jeden Tag werden sie voller. Wird denn das neue Heer gar nichts dagegen tun? Es wird langsam unerträglich. Allein heute kamen hier 10 Menschen vorbei, die um Essen und Wasser gebeten haben. Das dürfen die doch gar nicht. Haben die denn Marken, um hier zu verkehren? Ja, woher soll ich das wissen? Dann frag danach. Sie sehen schlecht aus, die Ärmsten. Ich ekle mich vor den Hautlosen. Schrecklich. Warum isolieren Sie die denn nicht? Wir können uns nicht um alles kümmern, Tante. Wir tun unser Möglichstes. Nach meiner Beförderung werden Sie mir jetzt die Überwachung der Region um das gigantische Sao Paulo übertragen. Das wird eine Menge Arbeit sein. Aber verdienst du dann mehr? Ein wenig. Ich werde ein System aufbauen müssen, um die Landflüchtigen außerhalb der Stadtgrenzen zu halten. Die Stadt ist einfach zu voll. Schick sie dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Ausländische Territorien. Schließe ein Abkommen. Abkommen. Wer will denn sowas? Ich werde den Onkel demnächst einmal mitnehmen, um die Lager zu besichtigen. Du könntest doch eine Erlaubnis beschaffen, damit dein Onkel seinen Vater besuchen kann. Den Vater? Ja, ist denn Großvater nicht tot? Nein, er ist in die stille Anstalt gebracht worden und dein Onkel hat ihn kein einziges Mal besuchen können. Die Anstalt ist weit. Man muss 4 Distrikte durchqueren, eine höllische Bürokratie, um Zirkulationsmarken für diese Distrikte zu bekommen. Jeder Verwalter will Geld oder ein Privileg. Du bist aber doch Hauptmann des neuen Heeres. Ja, sicher. Aber Macht hat man erst vom General an aufwärts. Dieses Land war einmal gut. Jetzt ist alles so kompliziert. Es wird noch der Tag kommen, wo ich nicht einmal in meine Kirche gehen kann. Du bleibst immer dieselbe, Tante. Glaubst du immer noch, dass Gott alle Probleme lösen wird? Eine solche Unterhaltung lasse ich nicht zu, mit niemandem. Ich will, dass man mir meinen Glauben lässt. Ganz die alte Tante. Ich erinnere mich, als ich ein kleiner Junge war, kam ich zum Spielen in deinen Hintergarten. Jeden Tag beim Händewaschen kamst du. Werde Priester, mein Junge. Oder geh ins neue Heer. Dann sprachst du nicht mehr von den Patres. Du hattest mir in den Kopf gesetzt, es sollte wirklich das neue Heer sein. Meine Mutter wollte, dass ich bei der Bank von Brasilien arbeite oder in der Wohnungsbaubehörde. Nein, das war dein Vater. Ich erinnere mich kaum an ihn.
Er sagte, im Wohnungsbau würdest du Karriere machen, könntest der Familie ein Haus beschaffen. Und außerdem, wenn du aufsteigen würdest, könntest du eine Abteilung leiten. Das war sein Traum. Wie zum Beispiel die Abteilung Einkauf. Er war wie besessen davon. Die Einkaufsabteilung für dich. Ich weiß nicht warum. Wer einkauft, hat die Karten in der Hand. Warum sagte er das nur? Ich kannte ihn nicht sehr gut. Aber Vater war sicher schlau. Aber Leiter der Einkaufsabteilung. Was für ein Unsinn. Nun ja, Tante, und fast wäre ich Chef vom Einkauf geworden. Zum Glück bestand ich die ärztliche Untersuchung nicht. Sie entdeckten meinen angegriffenen Darm und wiesen mich ab. Nur gut, dass das neue Heer so großzügig war und dich akzeptiert hat. In einem Sonderbataillon. Aber sie haben mich genommen. Ja, nicht allen liegt das Marschieren, Durchgreifen, Herumschießen. Sie haben dich richtig eingeschätzt. Die meisten Militechner haben ein Problem. Magen, Lunge, Wirbelsäule, Darm. Wir wurden alle nach der Explosion des Reaktors geboren. Das mussten sie in irgendeiner Weise berücksichtigen. Und so wurde ich Hauptmann. Die Jungs sahen so hübsch aus, wenn sie durch die Stadt zogen und patrouillierten. Dein Onkel war einfach dumm. Ich habe ihm immer gesagt, lass doch die Universität und geh ins neue Heer. Weißt du was? Er hasst marschierende Soldaten. Wirklich, Onkel. Sieh ihn dir an. Er hasst es, wenn ich davon spreche. Dein Onkel mag mich wohl nicht. Wieso sollte ich dich nicht mögen? Du bist wie ein Sohn. Auch Eltern können ihre Söhne hassen. Ja, aber nicht dein Onkel. Er hat seine Eigenheiten, aber er ist ein guter Mensch. Gut. Wirklich, Onkel? Warum antwortest du nicht? Würde ich gern wissen. Er mag dich wirklich. Na, ich weiß nicht. Ich habe Menschen wie ihn gesehen. Gefährliche Leute. Onkel will sich mit der Situation nicht abfinden. Er diskutiert seit geraumer Zeit nicht mehr über Politik. Magst du das System oder nicht, Onkel? Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, darüber zu diskutieren, mein Sohn. Du bist gekommen, um mit uns zu Mittag zu essen. Heute ist Sonntag. Lass uns entspannen. Fernsehen. Spazieren gehen. Spazieren gehen? Ja, mal Tante, wer geht denn bei dieser Hitze spazieren? Niemand. Was ist denn los? Bist du nicht mehr draußen gewesen? Nein, schon seit einiger Zeit nicht mehr. Ich werde die Flasche aufmachen, die du gebracht hast. Na, Onkel, antwortest du jetzt? Lass den Onkel in Ruhe. Er ist noch entsetzt über das Loch in der Hand. Nein. Sieh ihn doch an. Da ist irgendwas. Ach was, er war immer so ein bisschen ironisch, ernst. Magst du das System oder nicht, Onkel? Nein. Siehst du, Tante, siehst du, dass ich recht hatte? Er mag es nicht. Er macht einen Scherz mit dir. Nicht wahr, Susa? Sag's ihm doch. Ich mag das System nicht und ich mache auch keinen Scherz. Susa, bist du denn verrückt? Du sprichst mit deinem Neffen. Ich mag das System nicht und kann es nicht mögen. Denn alles, was jetzt geschieht, ist seine Schuld. Was jetzt geschieht? Alles. Ein zerstückeltes Land. Die Brasilianer werden von ihrem Boden vertrieben. Keine Bäume mehr. Die riesige Wüste im Norden. Eine wunderschöne Wüste. Das 9. Weltwunder. Weltwunder. Und die Flüsse? Wo sind denn die Flüsse, Junge? Gibst du etwa dem System die Schuld, dass die Flüsse ausgetrocknet sind? Dass es so heiß ist? Sei doch vernünftig, Onkel. Die Welt hat sich geändert. Du weißt das doch. Du bist doch Professor für Geschichte. Schuld haben die Regierungen, die Nuklearversuche gemacht und die Atmosphäre verändert haben. Rede du nur die offizielle Propaganda nach. Red nur. Das sind Sachen, die ich im endlosen Kriegskurs gelernt habe, Onkel. Schade, dass der Kurs nur für Offiziere war. Es wäre gut, wenn das ganze Volk davon wüsste. Antwortest du mir? Wo ist das Land? Na, hier um uns herum. Wo um uns herum? Hier, dort, überall. So winzig? Denk mal ein bisschen nach. Überleg doch mal. Als ich jung war, hatte das Land 8,5 Millionen Quadratkilometer. Weißt du, wie groß es jetzt ist? Es ist etwas größer als meine Handfläche. Nein, aus dem Kopf nicht. Ich kann nachschlagen. Schlag nach. Und wenn du die Antwort hast, sag sie mir. Es ist etwas größer als meine Handfläche. Onkel, der Begriff von der Nation hat sich gewandelt. Was jetzt gilt, ist der Internationalismus, die Multiplizität.
Das hier ist ein kleines Stück. Addiere dazu den Stückchen, die wir dort draußen haben. Reservat in Uruguay, in Bolivien, ein großes Stück in Chile, in Venezuela und die Savannen in Afrika. Ich möchte gern nach Afrika versetzt werden. Dort gibt es das dreifache Gehalt. Man hat Unterkunft und Verpflegung frei und man kann sparen. Ja, eben. Wir haben unser Land aufgegeben und andere Gebiete kolonialisiert. Das ist keine Kolonisation, Onkel. Das ist etwas anderes. Es sind multi-internationale Reservate. Die Welt globalisiert sich. Vielleicht bin ich zu alt und habe altmodische Vorstellungen im Kopf. Aber ich hätte mein Land gern als ein Ganzes und nicht eine Welt von Ländern innerhalb meiner eigenen, wie das jetzt der Fall ist. Ich habe dir von der Reise erzählt. Ich wollte nach Manaus und habe es nicht geschafft. Ich kam einfach nicht bis dorthin. Ich fuhr und fuhr und musste umkehren. Es war schwieriger, Rondonia zu durchqueren, als eine Erlaubnis für eine Fahrt durch Bolivien zu erhalten. Dein Blickwinkel ist begrenzt, Onkel. Du denkst in individuellen Begriffen. Du beschränkst dich auf einen überholten Regionalismus. Denk doch einmal in weiteren Kategorien. Unsere Wirtschaft war zum Beispiel noch nie so stark. Stark? Niemand hat Geld. Das Land ist verschuldet. Kein Platz mehr für Ackerbau. Alles kostet ein Vermögen. Und wir importieren alles. Wir importieren wenig. Sehr wenig. Salz, Zucker, Eisenerz, Schiefer, Bohnen, Strom, Papier, Plaste, soll ich noch mehr aufzählen? Das sind keine Importe, das sind Abkommen aus der Zeit der Verhandlungen über die Ländereien. Warum willst du das dann nicht sehen? Wir importieren von uns selbst. Wir lassen es dort oben holen, wo früher der Norden von Mato Grosso, Maranhão und Pará war. Vergiss nicht, dass die Konzessionen nicht ewig gelten, sondern nur für eine bestimmte Zeit. Das habe ich gesehen. Im letzten Jahr lief die Zeit für die Konzession Belgiens ab. Haben Sie etwa die Teile, die Sie in Goiás hielten, zurückgegeben? Nein, das System hat sie zurückgekauft. Es hat etwas gekauft, was ihm eigentlich dieses Jahr umsonst zugestanden hätte. Das war anders. Es gab Verbesserungen, Industrieprojekte, Gebäude, Pflanzungen, Labors, Ruinen, alles Ruinen. Woher weißt du denn das? Es ist durchgesickert. Die Information ist durchgesickert, mein Lieber. Schließlich erfährt man sowas doch. Wer hat Gewinne gemacht mit der Rückgabe der belgischen Konzession? Man sagt, hör gut zu, man sagt, es war der Kreis der betrunkenen Minister. Wenn du das wiederholst, dementiere ich es. Aber das wird jedenfalls gesagt. Der Kreis? Wie könnte denn dem Kreis eine solche Bedeutung beimessen? Alles ist unter Kontrolle. In Wahrheit stehen sie unter Hausarrest und werden scharf bewacht. Sie haben keine Macht mehr. Wer sagt denn, dass sie dort sind? Nie wieder hat irgendwie auch nur einen einzigen Minister gesehen. Sie lassen sich nicht mehr blicken. Wahrscheinlich sind sie ins System eingeschleust worden. Vorsicht, Onkel. Es ist gefährlich, was du sagst. Das jetzige System hat die Epoche der großen Völlerei vollständig ausgelöscht. Sie wurden alle verhaftet, ihre Ehrenrechte beraubt, verbannt, eliminiert, getötet. Der Kreis ist da und lebt. Der Kreis ist ein Mythos. Das System gestattet die Existenz des Kreises. Er kann sich jederzeit organisieren und wieder an die Macht kommen. Das System beherrscht die Situation einfach nicht. Oh doch, und zwar mit Leichtigkeit. Alles ist geplant. Geplant? Die Zuwanderung ist außer Kontrolle geraten. Die öffentliche Gesundheit ist hin. Ich sehe auf der Straße dauernd Menschen, die zusammenbrechen. Es gibt kein Wasser mehr. Wenn du nicht die Magen brächtest, würden deine Tante und ich vor Durst sterben. Weißt du, dass sie in dieser Woche die Ausgabe der Magen hinausgezögert haben? Und das haben sie absichtlich getan, um Wasser zu sparen. Wie beschränkt, Onkel. Ich kann gar nicht glauben, dass du einmal Universitätsdozent gewesen sein sollst mit einem so engen Geist. Ihr habt immer für die Verstaatlichung gekämpft. Nun, jetzt haben wir sie. Die Regierung beherrscht alles auf allen Gebieten. Na und? Was wollt ihr noch mehr? Ach so. Soll das heißen, dass wir einen sozialistischen Staat haben? Ja, etwa nicht? Ach wirklich? Das sieht so aus. Du vergisst dabei, dass nicht die Regierung die Wirtschaft in der Hand hat, sondern ein paar Leute, denen die Regierung gnädig gesinnt ist. Und das Volk, dem geht es immer gleich oder noch schlechter als sonst.
Jetzt kommen wir nicht mit dem Volk. Du hast dich nie darum gekümmert. Du kennst es nicht einmal. Du und alle diese Leute, die immer schreien, sie verteidigen das Volk. Ich glaube, dass heutzutage nur eines zählt. Mehr als das Volk, mehr als alles andere. Zu verteidigen, was von uns als Land noch übrig ist. Das Land wieder aufzubauen und dann, falls möglich, an das Volk in diesem Land zu denken. Wenn es darum geht, Extramarken zu besorgen, ist das System gut genug, was, Onkel? Warum streitet ihr euch denn? Jedes Mal, wenn ihr uns besuchen kommt, gibt es hier so eine Diskussion, Susa. Warum? Können wir es nicht so halten wie alle Familien? Fröhlich sein und uns gut unterhalten. Es gibt so viele angenehme Themen. Lass uns über etwas Schönes reden, Onkel. Ich finde das auch besser. Du bist intelligent, mein Junge. Ich verstehe nicht, wie du es auf diesem Posten aushalten kannst, wie du so blind vor der Realität sein kannst. Ich lebe in der Realität, Onkel. Ich träume nicht. Dies war immer meine Realität. Ich habe nie in einer anderen gelebt. Als ich geboren wurde, waren die offenen 80er schon zu Ende. Es gibt sie nicht einmal mehr in den Geschichtsbüchern. Stimmt es oder stimmt es nicht? Nur kleine Hinweise darauf, ohne große Erklärungen. Wie kann ich also blind sein? In einer Realität zu leben ist eine Tatsache. Sie zu akzeptieren, zu glauben, dass diese Realität gut ist, ist eine andere Geschichte. Hast du dir nie überlegt, dass dein Leben anders sein kann als jetzt? Kannst du dir nicht vorstellen, dass die Dinge anders sein können? Wenn wir nicht organisiert leben, werden wir alle sterben. Wir sind auf dem richtigen Weg, stehen unter strenger Bewachung. Es gibt keine andere Wahl. Es gäbe sie aber, wenn sie nicht das getan hätten, was sie getan haben. Sie haben es aber getan, unwiderlegbar. Wirklich? Vielleicht doch noch nicht. Und? Und jetzt, Onkel?